Animal Crossing. Diese Spielreihe aus dem Hause Nintendo macht aktuell wieder die Runde mit dem neuesten Ableger New Horizons. Doch was ist eigentlich Animal Crossing? Und warum wird es so gehypt? Diese Frage hat mir neulich ein guter Freund gestellt und ich hatte sogleich die Idee, ihm diese in Form dieses Videos zu beantworten. Worum geht's? In Animal Crossing erstellt ihr zu Beginn einen Charakter, der neu in eine Stadt, Dorf oder eben, wie jetzt aktuell, eine Insel zieht. Außer ein paar Klamotten und einigen Gegenständen habt ihr noch nicht viel bei euch, ihr müsst euch also weitere Dekoartikel oder Werkzeuge erst einmal erarbeiten. Das Spiel lässt euch dabei allerdings stets viel Freiraum, denn abgesehen davon, dass ihr mit anpacken sollt, dass die Ortschaft weiter wächst, gibt es keine klare Story. Ihr seid der Macher. Ihr wollt etwas dazu beitragen, dass der kleine Tante-Emma-Laden von Nook größer wird? Na, dann macht euch auf die Socken und sammelt Holz und Erze. Ihr wollt neue Nachbarn bei euch haben? Nur zu! In New Horizons könnt ihr fremde Inseln besuchen, um dort neue Bekanntschaften zu schließen und für eure Insel zu werben. Das ist euch aber alles zu viel? Na, dann hockt euch doch einfach gemütlich an den Strand und angelt ein bisschen. Oder fangt Schmetterlinge. Oder dekoriert euer Haus, welches ihr mit der Zeit auch immer weiter ausbauen könnt. Ist Animal Crossing also eine Art Sandbox-Spiel? Nicht direkt. Es ist nicht ganz so frei modellierbar wie zum Beispiel Minecraft. Das Aussehen der Häuser und Geschäfte sind nur äußerst geringfügig anpassbar. Dafür gibt es aber einiges zu entdecken. Jede Menge Tiere und Fossilien, die ihr in der Natur finden und einem Museum stiften könnt. Unzählige Einrichtungsgegenstände, um euer Heim im Inneren so individuell wie möglich zu gestalten. Oder verschiedenste Blumen- und Obstsorten, um auch die Flora nach euren Wünschen zu gestalten. Ja, was ist jetzt genau so toll daran? Es ist die Leichtigkeit und Entspannung, die dieses Spiel mit sich bringt. Die Farben und Formen sowie die Musik sind sehr kindlich angehaucht und laden regelrecht zum Faulenzen und Entschleunigen ein. Man entflieht sozusagen der Welt der Erwachsenen. Für viele Menschen, die im Alltag gestresst genug sind, ist das eine empfohlene Abwechslung zu Shooter- oder Strategiespielen. Abgesehen davon kann sich so ziemlich jeder in die Welt von Animal Crossing reinfuchsen, ob nun ein Kind oder doch ein etwas älterer Gamer. Die Erklärungen sind simpel geschrieben, aber mit jeder Menge Wortwitz und Liebe fürs Detail. Die Bewohner sind keine Menschen wie du und ich, sondern Tiere mit menschlichen Zügen in den unterschiedlichsten Farben und Formen. Quietschbunt und quietschvergnügt, so könnte man dieses Spiel beschreiben. Ist New Horizons jetzt nochmal besser als die Vorgänger? In New Horizons profitiert zumindest von der aktuellen Konsolengeneration enorm. Nie war es leichter, sich mit Freunden auch online zu treffen und deren Städte zu besuchen. Gemeinsam kann man zum Beispiel angeln und sich über den riesigen Fund freuen oder man tauscht untereinander die begehrten Obstsorten aus. Was ich persönlich etwas schade finde, ist die Tatsache, dass sich fremde Inseln nicht gemeinsam erkunden lassen. Hier hätte man ein ähnliches, ja, wie nennt man's, Raid-System wie in vielen anderen Spielen einbauen können. Vermutlich soll sich aber einfach nicht um den Loot gestritten werden, wer weiß. Animal Crossing ist auf jeden Fall eine besondere Spielreihe, die mit sehr viel Liebe daherkommt und einem, für einige Zeit zumindest, die Sorgen und Ängste aus dem Alltag nehmen kann. Ich hoffe, diese Erklärung war einigermaßen hilfreich. Wenn dem so ist, dann lasst gerne eine positive Bewertung da. Und wenn ihr selber schon Animal Crossing zockt, dann könnt ihr gerne auch mal ein paar Sätze in die Kommentare reinschreiben, was für euch Animal Crossing ausmacht. Und wenn dann jemand das Video sieht, der wirklich keine Ahnung hat, was er sich darunter vorstellen kann und warum das jetzt so toll ist und diese Erklärung von mir vielleicht noch nicht gereicht hat, dann kann er eure Kommentare lesen und dann hat er vielleicht auch so ein bisschen diesen Zauber verstehen gelernt, den viele von euch so schätzen. Das war's von meiner Seite. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen, wünsche euch noch viel Spaß bei Animal Crossing New Horizons für die Switch und sage Good Game, macht es gut und bis dahin, euer GigaGroovy. Ciao, ciao.